Die heutige Episode von Kettenritzel TV findet nicht immer im Keller statt, sondern in Barcelona. Deshalb stehen wir heute im Flughafen und fliegen erstmal hin zur Premiere der neuen BMW G310 GS. Und schwupps, sind wir schon in Barcelona. Neben mir Edgar Heinrich, der für das Design bei BMW Motorrad verantwortlich ist. Edgar, beschreibe doch mal die G310 GS in drei Worten. Oder in drei Sätzen. In drei Worten oder drei Sätzen. Eine kleine BMW, eine echte GS und macht unheimlich viel Spaß. Ich bin ja, meine erste GS war ja eine 650er GS, also auch ein 1000er. Wie würdest du die vergleichen? Also von Fahrbarkeit, von Optik, von der Dynamik her? Also wir sind die letzten paar Tage hier gefahren in den Pyrenäen, sind war super spaßig mit uns zusammen. Und das Urteil von euren Kollegen war eigentlich relativ einhellig, dass das Ding unheimlich Spaß macht. Also ich glaube, es ist so ein Stück weit eine Zeitreise, dieses Motorrad. Jetzt haben wir hier die gleiche Basis wie auf der G310R. Wie viel Arbeit aus Designsicht war es, aus der R eine echte GS zu machen? Die Basis ist ja im Wesentlichen identisch, natürlich andere Räder, andere Federwege. Und was natürlich ganz deutlich ins Auge sticht, es ist eine echte GS. Und eine GS bei BMW hat natürlich bestimmte ikonische Formen, die wir dann irgendwie wiederfinden. Dieser typische Flyline mit diesem Schnabel vorne, mit diesem Horseneck, wie wir es nennen. Ja. Die Formensprache, die sehr typisch BMW GS ist, also sehr markant, sehr geometrisch, sage ich mal, sehr unkaputtbar, wie wir es nennen. Und das zieht sich eigentlich durch, die Proportion ist sehr typisch. Aber auch die Formensprache, wie gesagt, aber auch die Details sind relativ GS-typisch. Also wir haben versucht, die typischen GS-Ikonen hier reinzubauen. Sehr schön. Wäre es für dich ein Motorrad, auf dem du auf die Tour fahren würdest, oder wäre es eher sowas für Enduro-Radeln im Allgäu? Wie würdest du sie einsetzen? Also ich persönlich, ich habe mir wirklich überlegt, die letzten Tage, ich werde mir dieses Ding Motorrad holen. Und werde damit auch in die Arbeit fahren, weil es unheimlich Spaß macht in der Stadt. Es ist fast wie ein Fahrrad. Also mal unheimlich flink und agil unterwegs. Und es ist auch voll okay zum Commuten. Ja. Wir sind ja gestern hier in die Pyrenäen oder vorgestern auch hier rumgefahren. Sind über 500 Kilometer gefahren die letzten zwei Tage auf sehr kurvigen Straßen. Das hat unheimlich Spaß gemacht. Also ich habe eigentlich keine Leistung vermisst. Also ich glaube, das Ding kann tatsächlich alles. Ja. Sehr schön. Von der Firma von Tour sprechen, ihr habt eine große Gepäckbrücke hinten drauf. Habt das von Werk schon ausgelegt auf Transportkapazität? Ja klar, das Motorrad ist natürlich auch für, wir haben gesagt, ursprünglich für Emerging Markets. Das heißt, diese Leute müssen dieses Motorrad auch ein Stück weit für, da ist der Nutzwert auch wichtig, ne? Utility. Ja. Ja. Und natürlich muss hier Gepäck mit, es muss für italienische, spanische, französische Märkte, muss da ein Topcase hinten drauf. Das sehen wir hier auf dem anderen Modell. Ja. Das ist schon ein Stück weit auch Nutzwert des Fahrzeugs. Sehr schön. Da bin ich gespannt auf die Ausfahrt morgen. Danke dir. Ja.
mir der Tobi vom Klonblock. Wir hatten heute den Spaß, den ganzen Tag auf der G310 GS zu fahren. Wie fanden wir das Motorrad denn? Schon ziemlich geil. Also man muss ja klar sagen, ich meine, das gute Stück hat 34 PS. Aber ich meine, durch die 170 Kilo, es macht erstaunlich viel Spaß. Und auch auf den Landstraßen, es geht wirklich gut. Also, wir waren ja nicht langsam unterwegs. Nee, war ganz nicht. Gut brennen lassen. Also drückst du in dem Montserrat, war eine schöne kurvige Landstraße. Ich habe ja die katalanische Sella-Runde getauft heute. Juhu. Vom Charakter her war es aber auch schon bergauf, bergab. Also schon anspruchsvoll, aber da hatten wir schon Spaß. Nee, ist wirklich toll. Also, für dieses verhältnismäßig kleine Moped wirklich richtig genial und richtig Action. Also hat wirklich richtig gefetzt heute. Und vor allem das Schöne ist natürlich diese Vielseitigkeit. Ne? Du sitzt ja auf dem Motorrad, sag ich mal, was du die ganze Zeit das Gefühl hast, dass du es beherrschst. Weil du sitzt halt eben oben drauf, so richtig, du reitest richtig, ja, ich sag mal, ein gut motorisiertes Damenfahrrad. Wirklich, das ich fand von der Ergonomie aber auch gut, der Lenker war schön breit, also schon Enduro-Style, ist ja auch ein GS. Ja. Sonst alle Schalter irgendwie am richtigen Platz, auch sonst vom Kniewinkel her okay, also konnte man, ich traue mir auf dem Ding auch längere Strecken zu. Das auf jeden Fall. Autobahn ging auch, also so Reisetempo 120 wäre okay gewesen, denke ich mal. Das war eigentlich das Spannende, auch das Ding hat einen relativ kleinen Windschild vorne drauf, aber das reicht vollkommen aus. Also es war wirklich jetzt mit wenig Verwirbelung am Helm und so. Wirklich passt rein in die GS-Familie, also absolut auch zu empfehlen, wirklich als Tourenmoped, ja. Ja, also optisch auf jeden Fall, also sehr gelungen. Auch. Ich fand es also wirklich, also die schönere Wiedergeburt meiner F650 GS, auf jeden Fall. Und auch relativ sparsam, also wir haben ihn heute wirklich gebügelt wie die Großen, sag ich mal. Und ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass das Moped übertrieben viel Sprit verbraucht hat. Ich hatte... Nee, du hattest 91 Kilometer, du 51 noch. Ja, dann hattest du 40 Kilometer mehr Restreichweite als ich. Ja. Ja. Egal. Ich bin schwerer. Nee, aber wirklich, war schon ein toller Tag heute. Das Ding ist wirklich richtig klasse. Also ich war wirklich, muss ich wirklich sagen, sehr positiv überrascht. Auf jeden Fall auch für den Einstiegspreis von unter 6.000 Euro. Wahnsinn. Auf jeden Fall ein sehr komplettes Motorrad. Ja. Nicht nur für, ja, ich sag mal, nur Stadt oder irgendwie die kleine Landpartie. Mhm. Obwohl es eher konzipiert wurde für, ich sag mal, Indien, Asien etc. Mhm. Ich glaube, die wird auch in Europa ihren Abnehmer finden. Ja. Ja. Was sehr schönes Einsteiger-Moped, finde ich. Mhm. Wenn man gerade nicht so viel PS beherrschen möchte. Ja. Das ist das eine Ding, und ich... Also das muss ich wirklich sagen, vom Fahrkomfort her könnte das sogar fast auch eine Alternative für die großvolumige Roller einfach sein. Ne? Weil es ist genauso vielseitig eigentlich einsetzbar wie ein Roller. Was ich mir auch vorstellen könnte, wäre wirklich für Reisemobilisten. Also das ist zum Beispiel auch so ein Ding, was man einfach aufgrund seines relativ leichten Gewichtes sehr gut auf Wohnmobilträger hinten raufstellen kann. Ja. Das wäre zum Beispiel auch eine gute Geschichte. Ja. Ja, alles in allem ein wirklich sehr komplettes Motorrad für einen fairen Preis und man kann damit Spaß haben. Ja, das kann man auf jeden Fall. Hatten wir zumindest. Ja, hatten wir. Na denn. Na, bis bald. Tschüss.